Moin, herzlich willkommen zurück im Freispiel. Wir haben uns mal Oriflamm von Pegasus näher angeguckt, haben einige Partien gespielt und wollen euch das mal eben näher bringen. Ich habe das hier schon mal aufgebaut, wir spielen zu dritt und befinden uns momentan in Runde 2. Wie das dann funktioniert, erkläre ich gleich. Grundsätzlich geht es darum, dass wir Macht und Einfluss für unsere Familie gewinnen in dem fiktiven Königreich, in dem wir uns befinden. Und jedem Spieler stehen dafür 10 Karten zur Verfügung. Auf den Karten, da sind so generische Fantasy-Typen drauf. Ne? Hier der Nachfahre, der Soldat, der Gebieter, Attentäterin, Spionin etc. Von diesen 10 Karten werden allerdings nur 7 in der Partie vorhanden sein und nur 6 gespielt. Also wir spielen immer über 6 Runden. Zu Spielbeginn bekommt jeder seine 10 Karten, mischt die gut durch und entfernt 3 aus dem Spiel, sodass jetzt jeder Spieler 7 Karten hat, aber es haben nicht unbedingt alle Spieler die gleichen 7 Karten. So, wir befinden uns wie gesagt hier in Runde 2. Wir haben schon Karten gelegt. Ich habe die in Runde 1 gespielt und die anderen Spieler sind schon mit Runde 2 durch, die haben hier die 2 Karten liegen. Wenn ich jetzt am Zug bin, dann wähle ich eine meiner Karten aus und lege die verdeckt, entweder ganz hier vorne an den Anfang der Reihe oder ich lege sie verdeckt ans Ende der Reihe oder ich lege es auf eine meiner schon gespielten Karten. Wollen wir den da haben, den wollen wir nicht haben, Zweckserklärung. So, ich wähle die Karte, lege die da drauf. Jetzt haben alle Spieler das gemacht, eine Karte gelegt, die Runde. Jetzt geht es in die Auswertungsphase. In der Auswertungsphase gucken wir, beginnt hier bei der Lanze von vorne nach hinten durch. Und jeder Spieler, der da eine verdeckte Karte liegen hat, muss entscheiden, ob er die aufdecken möchte oder nicht. Decke ich die nicht auf, kommt da so ein, nicht von mir, sondern vom Vorrat, so ein Einflusschip drauf. Um die geht das sind nachher die Siegpunkte. Oder aber ich sage, ich decke die auf. Liegt da von vorherigen Runden schon was, dann bekomme ich die, bevor ich sie aufdecke. So, ich sage es aber, ich decke die auf. Und dann gucken wir, was passiert da. Da habe ich jetzt eine Bogenschützin hingelegt und die besagt, entferne die erste oder letzte Karte aus der Reihe. Nimm dir einen Einfluss. Super, ich nehme einen Einfluss. Hopp, und entferne die letzte Karte aus der Reihe. So, jetzt ist die hinüber. Die Karte ist abgehandelt, die da drunter wird nicht abgehandelt, weil die hier oben drüber liegt. Es gibt Karten, die haben einmalige Effekte. Wenn ich jetzt statt der Bogenschützin hier das Dekret gespielt hätte, würde ich das aufdecken. Da verschiebe ich eine Karte und dann kommt das direkt weg und dann wird auch die Karte da drunter durchgeführt. Das würde jetzt in dem Fall bedeuten, ist der Nachfahre. Ich kriege einfach 2 Einfluss, wenn das der einzige Nachfahre ist, der in der Auslage offen ausliegt. So, und dann gehen wir einfach die Reihe durch. Der grüne Spieler sagt hier, ich decke das auf, hat eine Spionin gespielt, die sagt, klau deinem Nachbarn einen Einflussmarker. Jetzt muss ich dem grünen Spieler einen Marker geben, weil er natürlich nicht sich selbst hier bestiehlt, sondern von mir das Ding haben will. Und so geht man dann eben immer wieder die Reihe durch. Ist jetzt hier ein Dekret gespielt worden, verschiebe eine Karte in der Einflussreihe. Grüne Spieler freut sich sehr, weil der hinten der graue Soldat, der tötet Nachbarn, das ist eine einmalige Karte, kommt weg. So, jetzt können wir die verschieben. Jetzt verschiebt der grüne Spieler die nach vorne. Soldat kriegt einen Einfluss und entfernt eine benachbarte Karte. Dann hat der Grüne dafür gesorgt, dass er meine Karte nur entfernen kann. So, und dann somit bleibt es liegen. Ne? Genau, das, so spielen wir das über 6 Runden und danach hat gewonnen, wer am meisten Einflusspunkte bekommen hat. Und was uns super gut gefällt an dem Spiel, ist diese hohe Dynamik. Die Karten haben. Es gibt ein paar wenige, die sagen einfach hier in den Einfluss, zack, ne? Und dann die meisten machen irgendwas mit der Auslage. Die verschieben eben wie das Dekret die Karten, die töten vorne oder hinten eine Karte, entfernen Nachbarkarten, klauen bei den Nachbarn. Was haben wir noch? Das gibt natürlich hier so einen Hinterhalt, die lässt man verdeckt liegen. Da kommt ja wie gesagt jede Runde einer drauf, solange ich die nicht aufdecke. Sollte die von einem Gegenspieler entfernt werden, dann verdoppel ich das, was drauf ist. Ja? Und dann gibt es aber natürlich auch so ein Bluff-Ding, das Komplott. Ah ne, genau, das Komplott verdoppelt und der Hinterhalt, da kommen einfach 4 drauf zu Beginn.
Und wenn ich die selber aufdecke, kriege ich nur einen davon. Wenn es vom Gegner entfernt wird, kriege ich alle. Ne? Könnte aber natürlich auch sein, dass ich da das Komplott liegen habe, auch wenn ich das sammle. Dann will das jemand entfernen, ja. Und dann ist dann immer, oh, kill ich die nicht, was hat er da liegen? Also es ist ein kleines Bluff-Element. Und was hauptsächlich passiert ist, die Spieler spielen Karten ran, das verschiebt sich alles, das wird wieder entfernt, ohne dass es chaotisch wäre. Das klingt jetzt ein bisschen chaotisch, ist aber tatsächlich meistens nicht chaotisch. Kann mal passieren in der Partie, ist aber auch nicht weiter wild, weil Partie dauert 20, wenn es hochkommt, 30 Minuten. Genau, ist ein schönes, schnelles Ärgerspiel letzten Endes, das uns sehr gut gefallen hat. Für uns ist das so ein bisschen ein ohne Furcht und Adel für zwischendurch. Genau, das ist Oriflamme von Pegasus, relativ neu erschienen. Lohnt sich absolut, da mal einen Blick drauf zu werfen. Und wenn wir noch einen Blick auf irgendwelche Spiele werfen sollen, die euch so in den Sinn kommen, dann sagt uns das, schreibt uns das unten in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr hier unten, glaube ich, Knöpfchen drücken, unseren Kanal abonnieren, sodass ihr immer informiert werdet, wenn wir was Neues hochladen. Macht's gut, viel Spaß mit Spielen. Tschüss!